Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten Harry Potter Hogwarts Legacy Let's Play. Wir machen heute weiter, sind hier in Hogsmeade, haben letzte Mal die ganzen Geschäfte erkundet, haben hier neue Sachen gekauft, Zauberstäbe gekauft und. Wir sind in unserer eigenen Welt, deswegen lasst ihr mal einen Daumen nach oben da und die Folgen wie immer auf Twitch aufgenommen. Deswegen kommt vorbei auf Twitch, Daumen da lassen, abonnieren, Twitch abchecken, Insta abchecken. Und wir machen hier jetzt weiter in Hogsmeade. Die Folgen werden, denke ich, jeden Tag kommen. Außer, wie gesagt, nächste Woche, wenn ich weg bin, da wird es wahrscheinlich jeden zweiten Tag kommen. Und genau hier machen wir weiter. Und ja, die nächste Aufgabe, die wir machen müssen, ist, uns wieder mit der Nutty zu treffen, weil wir das letzte Mal hier mit die ganzen... Kann man... Was passiert? Ich kann schwimmen! Der kann schwimmen! Was ist das denn? Wir können schwimmen! Ja, okay. Das sind jetzt so Sachen... Wo ich sagen muss, da hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können, die Macher. Wir waren jetzt hier im Wasser. Zum Beispiel bei Uncharted ist das so. Dann wäre jetzt der ganze Anzug von Nathan Drake nass. Der wäre nass gewesen. Und jetzt ist hier der... Aber vielleicht hat er einen Zauber drauf. Die Erfinder können immer Ausreden erfinden. Ja, der hat einen Zauber drauf gehabt. Deswegen wird er nicht nass. Ja, ja. Aber ihr habt gesagt, es soll ja auch anscheinend einen Friseur geben. Ich glaube hier. Der müsste ja sein. Vielleicht gibt es ja hier in guten Hogsmeade einen guten Friseur, der auch Seiten auf Null machen kann. Weil der eine vom Anfang vom Spiel, der war nicht so begeistert davon. Aber jetzt kommen wir hier. Vielleicht ist da ja ein korrekter Typ am Start, macht der Seiten auf Null mit Übergang. Man weiß es nicht. Deswegen gehen wir mal rein. Oh, hallo. Ach du Scheiße. Wollen Sie heute gerne aussehen? Bruder, wenn die mir Seiten auf Null macht, ne, dann weiß ich auch nicht mehr. Calliope Sneeling. Eieiei. Wir machen wie bei GTA San Andreas. Ich mach einfach jetzt Afro drauf. Oh, nur hereinspaziert. Willkommen in Madame Snellings Lockenporium. Ich muss mich sicher nicht erst vorstellen. Früher nannten sie mich Snelly. Oh, Snelly, warum machst du die Ausbildung zum Auror? Aber denen habe ich's gezeigt. Die verstauben im Ministerium und ich bin hier erfolgreich. Sehr erfolgreich. Aber sehen Sie sich an. Sehen Sie sich an. Ich verstehe, warum Sie zu mir gekommen sind. Auf der Suche nach Veränderung? Was für sehen Sie mich? Sie mich verarschen? Ich habe eine super Frisur. Ich wollte nur einfach mal abchecken, was die machen kann. Und die sagt mir, sehen Sie sich mal an. Guck dir die mal an. Einfach Vogelscheuche, ihre Frisur. Auf der... Was machen wir jetzt? Müssen wir weise entscheiden. Ich glaube nicht. Veränderung, warum nicht? Ach du Scheiße, ey. Bruder, die macht mir Untergangseiten. Nicht Übergang, die macht Untergang. Wir machen, komm, Veränderung, warum nicht? Schauen wir mal. Wieso nicht? Welche Art Veränderung? Manche wollen diesen... Ausgezehrter Muggel auf der Schwelle des Todes, Tom. Was? Aber Gifte werden Sie hier keine finden. Wer braucht Chlorkalk oder Ammoniak, wenn es Magie gibt? Ammoniak, Lockmaniak! Überlegen Sie eine Weile, wie Sie aussehen wollen. Ändern Sie auch Ihre Frisur, wenn Sie möchten. Könnte ich mir Ihre Dienste ansehen? Danke für Ihre Zeit. Könnte ich mir Ihre Dienste ansehen? Das hört sich aber ganz komisch an. Welche Dienste bieten Sie an? Was würde Sie denn interessieren? Ach du Scheiße. Warte mal, vielleicht hat die einen Seiten auf Nullschnitt. Guck mal. Nee. Bruder, das ist wie bei GTA. Du kannst dir jetzt einfach Haare transplantieren. Ich mach mir einfach die Frisur. Was ist das denn? Warte mal, ich brauche Seiten auf Null. Gibt's hier irgendwas? Aha. Nee. Ach du Scheiße, Alter. Soll ich die Frisur machen? Nein, Bruder. Soll ich die Frisur machen? Ach, nicht genug Geld. Wir haben eh kein Geld. Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Gesichts... Ich kann mir sogar Narben von der stechen lassen. Alles. Die holt Zauberstab raus, die macht Narben rein. Sofort hier raus. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus, Alter. Jederzeit wiederkommen. Die hat Preise, Alter. Die denkt Star-Friseur. Kommt die klar, ey. Straight aus Knast einfach, ja. Das kann ich auch selber machen mit Rasierer. Gib mir einen Rasierer und ich mach das. Boah, das ist echte Grafik, ne? Der Typ hier an der Wand. Aber vielleicht können wir mal... Rebellio. Rebellio. Aha. Da ist doch eine Kiste. Da ist der Rasierer drin, Leute. Guck jetzt hier. Findest Rasierer. Stilvoll lederer Schulter in Form gefunden, okay. Ja. Ich geh mal lieber raus hier, Alter. Die Frau, ich weiß nicht, was bei der abgeht. So. Wir treffen uns jetzt mit Nutty am Dorfplatz wieder. Wir haben uns hier genug gesehen in der letzten Folge von dem Dorf und heute. Und wir können natürlich immer pro Folge
neue Dinge freischalten, wo wir dann rein können und. Aber aktuell haben wir halt nur diese ersten Läden zur Verfügung. Was ist das denn? Junge, Alter, sowas brauche ich auch für meinen Garten irgendwann mal im Haus. Was haben wir denn hier? Oh, es ist überall noch so viel Neues zu entdecken. Ah, das ist Katzenladen. Ja, hallo. Das ist das Katzencafé, Leute. Hier können die Leute ihre Katzen abgeben. Und mit dem ein bisschen chillen. Miau. Miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Boah, 41 Dollar gefunden. Oder haben wir 41 Dollar? Wo gibt's denn diese Truhen? Ihr habt ja gesagt, es gibt auf der Karte anscheinend... Mach Money Glitch. Punkte, wo man so Truhen und sowas finden kann, ne? Platz von Hogsmeade. Okay, das sind die Plätze. Ist hier überall Feuerwerk und so. Was heißt denn das? Ja, okay. Aber wir gucken uns erstmal um. So, da haben wir doch. Das sei ohne. Ich habe alles. Ich verstehe jetzt, warum du dich nicht auf einen Lieblingsladen festlegen kannst. Sehen wir uns noch etwas um. Vielleicht ist heute der Tag, an dem ich mich entscheide. Was ist denn jetzt los? Was ist das denn? Boah, das ist ein Troll! Bombarda! Lockt ihn von den Häusern weg! Raus aus dem Dorf! Woher kommt der denn her? Wer ist das? Alter! Ah, ey! Ausweichen! Das ist der Bruder Matteo. Ich muss jetzt gegen den kämpfen? Ach du Scheiße! Verteidige Hogsmeade, ich muss hier weg! Ausweichen! Wir müssen mehr Zauberer machen, warte! Komm her! Oh. Akio bringt gar nichts gegen den! Ausweichen. Levioso. Sprechen wir ihn denn überhaupt? Wir müssen ihn zerstören. Attacke. Meist Gegenstände gegen immer wieder hin. Welche Gegenstände, Mann? Ach so, mit R1. Ah. Ich wollte ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen. Gefällt mir. Mach das nochmal. Wow. Zack, kriegt den Kiste gegen seinen Kopf. Ich hab's nicht gesehen mit den Sachen, Leute. Der Troll hat mich erst mal hops genommen. Er kriegt die ganzen Dinge. Und das bringt ja auch trotzdem was, meine normalen Schüsse. Aber das sind die einzigen Attacken, ne? Mit R2 kann ich ihn angreifen. Und ich kann Dinge auf den schmeißen. Boah, da gibt mir einer. Ei! Schluck den Trank! Schluck die Tränke! Ich würde ihm einfach mal so gerne einen Avada Kedavra geben, ne? Ohne Scheiß. Ja, ja, gleich haben wir ihn, gleich haben wir ihn. Komm weiter! Wow, wow. Ich muss hier weg. Ich brauche Dinger. Guck mal, die arme Katze, Bruder. Hey, guck mal, die Katze will abhauen. Sieh, guck mal, hier links die Katze, Bruder. Die rennt. Oh, hier, Bruder. Die Katze, lass die Katze in Ruhe, du Hund. Die Katze versucht abzuhauen. Verreck, du Schwein. Was ist denn, wenn ich Protego mache gegen den? Wir haben ihn. Oha, was ist das denn? Um alte Magie zu erwerben. Der macht Kamehameha! Alter.
Habt ihr gesehen? Der hat einfach Kamehameha gemacht. Oh nein, noch ein Troll. Haben sie beide etwa einen ausgewachsenen Troll gestellt? Alleine? Anscheinend. Ehrlich gesagt geschah alles sehr schnell. Bei Merlins Bart. Geht es ihnen gut? Ja, und wir helfen immer gern. Helfen ist eine Untertreibung. Mit solchen Nerven haben sie das Zeug zum Auror, wenn sie mich fragen. Wenn sie unverletzt sind, könnten sie beide mir vielleicht helfen, wieder Ordnung in ein paar Dinge zu bringen. Natürlich, Officer. Singer. Officer Singer. Und vielen Dank nochmal. Officer Singer. Sorry, Officer. Okay. Repariere den Schaden. Ah, okay. Jetzt können wir mit diesem Zauber... mit dem Zauber hier die Sachen wieder reparieren. Alter. Krass das aussieht, ne, wenn hier alles so zusammengeht. Immer diese Merlins Bart, Alter. Das können wir alles schön reparieren. Ganz einfach. Aber die Animation sieht sehr geil aus. Bei Merlins Bart! Terence Buchidi. Wie geil das aussieht, ne? Alter, also die Animationen haben mich schon wirklich... Was ist das denn? Achso, die Animationen haben mich schon wirklich sehr geil hinbekommen. Sehr, sehr geile Animationen, muss man sagen. Zack, 5 von 7, da haben wir auch noch was. Da gerade liegt eine Katze. Da gerade echt, da liegt eine Katze drauf. Ne? Was haben wir hier für einen Goldsack? Tasche suchen. Fingerlose Mahoui in Farbe Handschuhe, okay. Handschuhe am Start und jetzt hier auch nochmal reparieren. Ja, das Spiel ist echt sehr, sehr geil. Ich habe so einen Spaß daran, Leute. Nicht mit dem Ladeninhaber. Soll mir jetzt mal ein bisschen Geld geben, Alter, damit ich mir auch mal Sachen leisten kann. Aber die Katze ist auch Zauberer. Die ist am Schweben einfach. Die war am Schweben. Okay. Kannst du dir dann anziehen, die Handschuhe. Aber wie denn? Wo kann man sich die Sachen anziehen? Wisst ihr das? Wie kann ich das machen? Inventar vielleicht. Ausrüstung. Moment, L1. Inventar. Hier findest du alle magischen Tierwesen. Nee. Hier geht's nicht, ne? Doch, hier können wir... Ah, was für gibt's? Ausrüstung safe. Ja, 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 hier geht's. Okay. Das können wir auch mal eben machen. Warte mal, wir haben hier ein paar Handschuhe. Ich pack mal die Kamera nach oben rechts. Oder oben unten links erstmal hin. Wir haben hier... Ah, das ändert sogar... Ach, krass. Das ändert sogar auch Sachen bei uns, die Handschuhe und so. Offensive. Offensive. Warte mal. Offensive 3. Besonders 4. Pack die mal jetzt an. Oha. Ja, okay. Ich nehme dir jetzt einfach mal diese Handschuhe. Gesichtsbekleidung. Gewöhnlich. Das ändert nichts. Mehr haben wir ja auch nicht bei Gesichtsbekleidung. Kopfbekleidung. Nichts ausgewählt. Da haben wir auch, glaube ich, nichts, ne? Ne. Oder was ist das denn? Verkaufswert. Achso, die haben wir bekommen, die Mützen. Ne, ich laufe da nicht mit so einer Mütze darum. Kannst pro Level, wenn Handschuhe Level 5 haben und du 4, kannst die, glaube ich, nicht anziehen. Ah, okay, okay. Das haben wir auch nochmal andere Ausrüstung. Guck mal, die können auch was ändern. Die macht die Verteidigung hoch. Verteidigung auf 3, die sind gut. Besonders. Ja, sagen wir das doch. Auch wenn es vielleicht nicht gut aussieht. Oder nicht. Warum nicht die epische genommen? Welche epische? Was meinst du? Tanten TV, wo denn? Die meinst du oder was? Außergewöhnlich. Besonders. Was für episch? Was meinst du? Ich glaube, mehr haben wir. Zauberstabgriffe. Nee. Okay, ich glaube, mehr können wir gar nicht machen, ne? Halsbekleidung haben wir nichts. Doch, da ist was, aber die bringt nichts, ne? Nee. Nee, nee. Okay. Episch macht Offensive kaputt, okay. Ja, das passt erstmal so. Lass mal so. Das wird auch für YouTube online kommen. Das ist jetzt die nächste Folge, die wir gerade aufnehmen. Ja, könnt ihr gerne abchecken, Leute. Auf YouTube auch. Und alle, die gerade auf YouTube gucken, gerne auf Twitch vorbeikommen. Wir haben gerade über dich gesprochen. Aha, Augustus Hill. Hallo, Sir. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin entzückt. Augustus Hill, Tuch- und Kleiderhändler der Extraklasse. Ich danke Ihnen für Ihre Tapferkeit im Kampf gegen diese Trolle. Ganz zu schweigen davon, dass Sie Hogsmeade wieder in einen ansehnlichen Zustand versetzt haben. War mir ein Vergnügen. Einen Orden des Merlin hätten Sie verdient. Aber ich kann Ihnen etwas viel Nützlicheres anbieten.
Mir gehört Besenknechts Sonntagsstaat. Besenknechts. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Da ich annehme, dass das nicht Ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich Ihnen einen Satz solcher Roben. Zum Dank für Ihre heutige Tat. Nein, Sir, das kann ich annehmen. Natürlich, Alter. Umsonst immer besser. Gib her. Danke, Mr. Hill. Gib her die Roben. Das ist sehr großzügig. Das ist doch das Mindeste. Probieren wir das hier doch mal an, ja? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Okay. Was ist das denn? Ach krass, ich kann auf dem Touchpad hier so rübergehen. Das wusste ich gar nicht. Kaufen, okay, das kostet 0 Dollar. Nicht verfügbar, nicht verfügbar. Können wir alles nicht nehmen. Das ist alles Level 5, wir sind Level 4, ne? Das können wir uns kaufen, glaube ich. Oder welches Level sind wir gar nicht? Ich weiß gar nicht. Ich kaufe das einfach mal. Ist ja umsonst. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist, du hast neue Ausrüstung an. Verbessere sie jetzt. Ausrüstungsbildschirm. Okay. Deine aktuelle Verteidigung und Offensive werden rechts oben auf dem Bildschirm angezeigt. Genau, da können wir alles sehen. Habe ich euch ja vorhin auch gezeigt. Wir sind Level 4 gerade. Fortfahren. Wähl den Platz für Mäntel und Umhänge und drücke X. Okay, Mäntel und Umhänge. So. Ja, jetzt haben wir den hier. Guck mal, der macht schon mal alles noch höher, als es ist. Geil. Nehmen wir den Umhang. Hä? Möchte nicht mehr reden. Okay, jetzt können wir auch theoretisch hier noch Sachen kaufen, aber die sind zu teuer. 375, 375, 500, 500, das ist zu teuer. Hier 200, wir haben nur 40, wir können uns nichts leisten. Sollen wir umsonst geben, Alter? Sollen wir umsonst geben? Sie haben ein gutes Auge für Mode. Was für eine außergewöhnliche Einführung in Hogsmeade. Ich würde sagen, dass wir und vor allem du uns mindestens ein Butterbier verdient haben. Aha, die will Rille machen. Wollen wir Besen gehen? Ja, das klingt gut. Ach du Scheiße. Wunderbar. Hier entlang, bitte. Sind die nicht zu jung, Alter? Ich verkaufe Butterbier. Kampftaugliche Gegenstände, wenn Sie welche brauchen. Schauen Sie sich nur ganz in Ruhe in meinem Laden um. Ah, okay, wir können auch hier Sachen verkaufen bei dem und sowas. Ja, wir müssen unbedingt Münzen sammeln ab sofort. Safe. Einer hat gesagt, ich kann mir auch die Mütze anziehen und dann wird irgendwas anderes freigeschaltet oder sowas. Ist auch nicht ganz verstanden. Ich guck mal kurz, was mit der Mütze war. Kopfbekleidung. So, jetzt habe ich die Mütze an. Und jetzt? Was soll jetzt passieren? Ich feiere die Mütze nicht. Ich habe es jetzt nicht gesehen, was du damit meinst. Nur über Butterbier. Ja, die redet jetzt über Butterbier. Wir werden es ja Drille machen. Wenn das nicht zu Fall ist, triffst du vielleicht Sirona, die Besitzerin. Sie ist sehr charmant. Und eine mächtige Hexe. Es ist gut, sie zu kennen. Okay. Dann lernen wir die mal kennen. Auf ein Butterbier, Leute. Oder vielleicht zwei oder drei Butterbiere. Wer ist das? Ach so, man kann die auch ausblenden. Du sagtest, du kommst in Hogsmeade an das Kind ran. Dass du lediglich eine Ablenkung brauchst. Was, der Teufel? Und die habe ich dir gegeben. Ich habe gerade gesehen, wie deine Ablenkung beseitigt wurde. Der Troll. Wer ist dieses Kind? Was verschweigst du mir? Du musst nur wissen, wenn du nicht an das Kind rankommst, dann bist du für mich wertlos. Weg hier. Scheiße. Wurden wir gesehen? Ich glaube nicht. Was macht dieser Kobold mit Victor Rookwood? Renrock arbeitet mit Rookwood? Das ist der Kobold vom Tagespropheten. Ich wusste, dass ich ihn kenne. Oh, die Musik, wie geil. Lass uns in die drei Besen reingehen. Und die Musik hat auch sowas von Herr der Ringe, Masse. Wo die da auch in der Kneipe da waren und so. Das erinnert mich gerade voll daran. Es war schön, dich zu sehen, Lord Gok. Ich sag Bescheid, wenn ich was höre. Danke, Sirona. Dann bis bald. Was hat die für eine Stimme, Alter? Was denn? Oh, was kann ich... Oh, ein neues Gesicht in meinem Laden. Ist mein erstes Mal hier. Willkommen. Ich gebe euch einen aus. Dieser Angriff... Ich schaue später nach den Ladenbesitzern und Bewohnern. Immerhin sind sie wohl auf. Ich hatte Hilfe.
hat ganz allein ein Troll besiegt. Wirklich? Gut gemacht. Danke dafür. Aber gern. Im Ernst, Trolle in Hogsmeade? Das hatten wir ja noch nie. Merkwürdig. Die einzigen Unholde, die uns plagen, sind sonst... Ah. Wie passend. War das Lodgok gerade eben? Die Kundschaft war auch schon mal besser, Sirona. Keine Sorge, Viktor. Wenn sie erst weg sind, wird das meiner Kundschaft nur zuträglich sein. Würde ich an ihrer Stelle lassen, Theophilus? Na, na. Das Theater können wir uns doch sparen. Ich bin nur aus einem Grund hier. Oh, ich glaube, die haben uns gesehen vorhin, ne? Mein Gast genießt ein wohlverdientes Butterbier. Es dauert nicht lang. War ich nicht deutlich genug? Oha. Mein Gast ist gerade beschäftigt. Man sollte meinen, dass ihr genug Blut vergießen hattet. Komm, Theophilus. Mit den drei Besen geht es bergab. Ist unsere Galeone nicht wert? Du kannst nicht ewig Butterbier trinken. Natürlich, Bruder. Ich mach den ganzen Abend hier Rille. Geht alles aufs Haus wie der Nikolaus. Von Sirona. Sie haben sich einen mächtigen Gegner gemacht. Vorsicht! Rookwood und Harlow sind schlimmer als alle Trolle dieser Welt. Trolle? Ranrock? Und Rookwood? Was verheimlichst du mir? Ich werde dir alles erzählen. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Einige Aufträge jetzt haben... Das wäre wohl ein guter Zeitpunkt, um zum Schloss zurückzukehren. Persönlichen Weg, um selbst einen Überblick über verschiedene Orte zu behalten, okay? Sprich mit Nettie von den drei... vor den drei Besen. Oh mein Gott, es wird jetzt, glaube ich, auch nachts, Alter. Nachts ist, glaube ich, ganz anderes Feeling nochmal, wenn man das Spiel nachts zockt. Also wenn wir wirklich eine Nacht bekommen im Spiel. Alter, jawoll. Guck mal, ganz anderes Feeling. Das ist so krass, bei Spielen macht das auch einen Unterschied. Junge. Okay. Ich bin heilfroh, dass Sirona da war. Und dass solche Schurken wie Rookwood und Harlow sie nicht einschüchtern. Ich möchte verstehen, was hier vor sich geht und hoffe, du erzählst es mir. Aber erst einmal sollten wir zum Schloss zurück. Professor Weasley erfährt sicher bald von dem Trollangriff, wenn sie es nicht schon weiß. Ich will nicht, dass sie sich sorgt. Okay. Du musst für die Nacht in den Gemeinschaftsraum zurückkehren. Nutze die Karte. Alter, geil, warte mal. In den Gemeinschaftsraum. Wähle die Taste für die Karte von Hogwarts aus. Okay, also einmal machen wir da, Karte von Hogwarts. Gemeinschaftsraum. Wo ist denn Schnellreise zu deinem Gemeinschaftsraum? Wo ist er denn? Hier? Wo ist der Gemeinschaftsraum? Moment. Wo ist der Gemeinschaftsraum? Der Südflügel. Moment. Ich gehe jetzt einfach mal dahin. Ah, okay, wir müssen erstmal auf eins draufklicken. Ja, wo soll ich wissen, wo der scheiß Gemeinschaftsraum ist, in welchem Bereich? Oder wollen die mich hier gerade verarschen? Wie komme ich zum Gemeinschaftsraum? Schnellreise zu deinem Gemeinschaftsraum. Ja, wo ist der denn? Oder ich raste gleich aus, ne? Ich kann ja nichts drücken. Wo ist der? Da, meine Güte, Alter. Einfach in Timbuktu, ey. Das hätten die ein bisschen besser zeigen können. Wo soll ich das wissen, wo der Gemeinschaftsraum ist? Die denken, oh, ich kenne mich schon aus wie in Düsseldorf hier oder was. Gigantia. So, wir sind im Gemeinschaftsraum, Leute. Jetzt beginnt die dunkle Nacht. Die dunkle Nacht. Willkommen in Hogsmeade. Wir sind auf Level 4,5 aufgestiegen. Okay. So, auf jeden Fall geile Mission gewesen. Hat Bock gemacht. Jetzt sind wir wieder zurück in der Schule. Erstmal gönnen wir uns einen Apfel zum Frühstück oder zum Abendessen. Ist jetzt gerade Nacht oder Tag? Du hast Eulenpost erhalten. Wer hat mir geschrieben, Alter? Ach, Dingens hat mir geschrieben. Professor Fick hat sich gemeldet. Professor Fick.
Kommen Sie zu mir. Ich habe etwas in den Medaillon, das wir in Gringotts gefunden haben, entdeckt. Okay. Aua! Oh oh! Gringo ist sauer! Automatik sick sauer! Ich dachte schon, Gringo, Alter. Sprich mit Professor Fick. Kommen ja, Sie komm. Zu mir. Ich habe etwas im Medaillon aus Gringotts entdeckt. Kommen Sie zu mir. Professor Fick hat sich lange nicht mehr gemeldet, Alter, ehrlich. Was machen die? Kaffee und Kuchen? Dann gehen wir mal zu Professor Fick. Warte mal, jetzt will ich mal gucken, ob das funktioniert. Hä? Kann ich nicht kaputt machen? Naja, gucken wir jetzt mal. Aha, jetzt habe ich was kaputt gemacht. Ina, ach, na, mach mal deinen Zauberspruch hier. Ina, ach, na, was? So geht das denn nicht? Schade. Okay, wir gehen jetzt mal zu Professor Fick, der anscheinend irgendwas... Ich will es mal versuchen, guck mal jetzt hier. Warum geht das nicht? Warte mal. Ich habe gedacht, man kann an diesen Dingern schnell reisen. Warte mal. Wie kann ich mit diesen Dingern hier schnell reisen, Leute? Da ist ja diese Feuerflamme da. Ich habe gedacht, damit können wir schnell reisen. Komisch. Egal, wir gehen jetzt einmal ein bisschen hier rum durch die Schule. Gucken uns mal ein bisschen hier um, was wir noch hier sehen. Was es hier noch alles so Schönes gibt. Also wie gesagt, die Folgen werden fast so gut wie jeden Tag kommen. Ich werde die auch immer schön lange halten. Immer schön Daumen da lassen. Immer schön, oder den Text. Ich habe extra so geschrieben, falls die Leute so suchen. Jam. Alter, hier waren wir noch nicht, ne? Guck mal, wie schön das hier aussieht. Wow. Aber diesen Original-Treppenraum gibt es nicht, oder? Ist das der hier? Dieser eine... Wo wir, kann man auch hier runterspringen? Nee. Ja. Ja. Wir machen jetzt weiter. Oder sollen wir mal ein paar Nebenmissionen machen oder Hauptmissionen? Ich weiß es nicht so ganz. Können ja mal gucken. Das Navi ist komplett auf Rille, ne? Ich glaube, ich muss wieder hier hoch. Was haben Sie jetzt vor? Das checke ich aber nicht mit diesem Schnellreisen, wie das funktioniert. Ich muss hier wieder hoch, okay. So. Der muss auch laden, damit wir hier rein können. Seht ihr das? Also die Türen öffnen sich nicht direkt. Stellt euch mal vor, Voldemort kommt. Boah, stell dir vor, in der Nacht, in den Wald. In den verbotenen Wald in der Nacht. Darauf habe ich Bock. Wie funktioniert das mit diesen Dingern hier? Aber vielleicht muss ich irgendwas drücken. Protego, Rebellion. Aha. Nee, doch nicht. Scheiße. Nee. Warte. Accio. Levioso. Lumos. Nee, geht nicht. Wir machen weiter mit den Hauptmissionen erstmal. Ich hab Bock. So, wir gehen weiter runter. Es macht ja auch Bock, durch die Schule zu laufen, so alles mal neu zu kennenzulernen und sowas. Wir können aber auch gerne die Tage ein bisschen, Dingens. Warte mal. Was ist das denn? Da können wir auf jeden Fall auch mal ein paar Nebenmissionen machen und so, ja. Du suchst die auf deiner Karte und drückst Viereck, dann kannst du da hinreisen. Ah, okay, okay. Die Herrschaft dieses Schulleiters überlebt. Ja gut, das wusste ich nicht. Warte mal, ich muss das mal kurz trotzdem ausprobieren. Ich will das mal trotzdem ausprobieren. So, wir müssen ja dahin, ne? So, hier ist mein Ding. Dann klicke ich da drauf. Ah, okay. Und jetzt können wir damit... Ah, okay, okay. Ja, okay. Okay, ich verstehe. Dann können wir einfach Viereck drücken und da quasi hinreisen. So. Jetzt müssten wir ja direkt bei Professor Fick sein. So, einmal hier rum. Zack. Hoch und dann sind wir im Büro von Fick. Oha. Alter, das Büro sieht geil aus, ne? Guckt euch das mal an, wie heftig das aussieht. Wir sind Slytherin. Warten. Professor Fick. Wir haben hier geschlafen, gechillt alles. Professor Fick. Professor, schön Sie zu sehen.
Sie auch. Merlin sei Dank sind sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Ja. Sir, die Trolle haben Rüstungen getragen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Sirona und die Gäste im Drei-Besen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Ja, Raymond und Rockwoods wollen das Medaillon. Das hört zu den Kobolden. Die wollen das Medaillon, ja. Sie wollen das Medaillon? Sie sagten, sie hätten etwas darin entdeckt? Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt, in die verbotene Abteilung. Geil! Und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Brechen wir auf? Ich weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen. Und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in der Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Geil. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Das ist geil. Jetzt müssen wir quasi erstmal unseren Verteidigungszauber verbessern. Damit wir diese Mission hier weitermachen können. Also ich finde es gut, dass die auch einen so ein bisschen mit einbinden, Nebenmissionen zu machen. Wir sollen dann immer gucken, dass wir diese Kisten finden. Die haben jetzt auch nochmal $36, glaube ich, gefunden. Oder Medaillen oder Medaillons oder was weiß ich, wie man es nennen mag. Und jetzt können wir ja weitermachen. So. Neuer Auftrag verfügbar. Auftragsprotokoll. Gucken wir mal nach erstmal auf der Karte, was wir jetzt hier als nächstes noch so haben. Guck. Jetzt steht hier nämlich, das ist gesperrt. Du musst den Feuermachtzauber erlernen, um mit dieser Geschichte fortzusetzen. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwie Feuermacherzauber erlernen. Aber die Frage ist, wo finden wir das denn jetzt genau? Wie guckt man danach? Muss mal kurz gucken. Feuermachtzauber hier. Sprich mit. Ich habe bei der Beobachtung Schatzkarte benötigt. Ich sollte nachfragen, bei Hilfe benötigt. Nein. Belohnung. Zauberstabgriffe. Nein. Warte mal. Vielleicht hier irgendwo. Hier sind überall keine Missionen. Wie finde ich das denn jetzt, Leute? Wie macht man das? Kann mir das jemand sagen? Was ist das hier? Nee. Aufgabe besprechen. Das haben wir doch schon gemacht hier. Aber wohin führt der mich denn? Ich habe ja schon irgendein Ziel hier. Warte, wir gehen doch einfach mal dem Ziel hier nach. Und wir können mal gucken. Auf der Karte werden ja auch diese Truhen angezeigt. Flechtwerk Rot haben wir bekommen. Da hinten ist auch noch eine, glaube ich. Hier. Wo ist die denn? Über mir vielleicht? Nee. Das Graue. Wohin ist das zum Grauen? Ja, eins. Mal, warte mal, ich guck mal. Wenn du deine Aufgabe jetzt erledigt, kannst du weitermachen. Ja, aber ich will ja die Aufgabe erledigen. So. Ich muss erstmal in Ruhe gucken, Leute. Alter, was ist alles hier? Komplett neue Aufträge. So, wir haben jetzt hier die Aufträge. So. Finde Figgs Buch, finde das Geheimnis in der verbotenen Abteilung. Okay. Hackett's Aufgabe, okay. Professor Hackett's Aufgabe, ja. In Candio. Melde dich bei Professor Hackett, okay. Auf der Karte finden. Ja, auf der Karte finden, dann können wir so. Ah, okay, okay. Ja, okay, der hat uns das grausen Nebenmission, genau.
Das waren ja mit die einzigen. Also waren ja auch noch ein paar andere gewesen. Aber das waren nichts, die damit was zu tun haben. So, und jetzt können wir zum Professor Hackett gehen. Und da weitermachen, okay. Ja, gut, gut, gut. Man muss erstmal reinkommen, Leute, Alter. Wenn ich mal was nicht auf den ersten Blick sehe, dann ist es so. Nein, ich mach's ja nicht extra. Ne? Nur es ist halt alles erstmal neu. Ich muss erstmal zurechtkommen mit allem, dann gleichzeitig noch hier auch mit euch reden. Warte mal, jetzt will ich mal probieren. Ob das geht. Oh, guck mal, wie geil das aussieht. Geil. Okay, weiter geht's. Ja, warte, wir müssen jetzt hier hoch. Der Kart haben die auch cool gemacht. Okay, so, da ist er doch. Oder sie. Boah, Junge, guck mal, was für ein Augenmach. Guck mal, was die für ein Auge machen. Guck mal, diese Augen, Leute. Oder was sind das für Augen? Guck mal, was für ein Auge die machen. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Feig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Genau. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, Incendio. Den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Was für Spinnweben? Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Was? Ah, okay, es stehen jetzt zwei Aufgaben. Zwei Runden gekreuzte Stäbe gewinnen. Wir haben ja eine Runde Training in Zauberkombination gekreuzte mit Lucy. Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Okay, gut. Also das heißt, wir müssen dann dahin. Dieses Haus der Stäbe. Moment, Moment. So. Was ist da denn? Ich brauche in der Nähe dahin reisen. Okay. Ja. So, jetzt verstehe ich es auch mit dem Reisen und sowas. Ich habe gedacht, man muss da rein und dann kannst du von dem Ort in den anderen reisen. Aber das reicht einfach, wenn du in der Karte quasi draufklickst und dann reisen gehst. So, hier haben wir das ja. Müssen wir wieder dieses 1 gegen 1 machen. Gegen den einen, was wir vorhin gemacht haben. Kann ich mit der Puppe üben? Hallo, Lucan. Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Puppe. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Warte mal, ist es falsch, ne? Ich muss ja da... Vielleicht. Was genau muss ich denn nochmal machen, Alter? Warte mal, ich hab's jetzt vergessen. Meinst. Ich bin hier, wenn du bereit bist. War das das? Oder... Moment. Ja, das Menü und so haben die geil gemacht, aber man muss erstmal zurechtfinden. Alter. Warte mal. Sammlungen. Gucken wir uns erstmal alles in Ruhe an. Aufträge 5%. Es ist so viel, was man machen kann. Das ist ja echt geisteskrank. Die Frage ist aber, welche Aufgabe muss ich von den beiden machen? Da gab es ja gegen die Puppe. So. Moment. Das war schon richtig. Aber warum denn Puppe? Ja. Wir machen jetzt einfach mal hier. Komm. Es war richtig. Okay, gut. Weil ich wollte ja, Duellrunde sollten wir doch machen, oder nicht? Hallo, Lucan. Duellrunde. Steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Ja, diese Map ist echt komisch. Bereits für eine weitere Runde, das sollten wir doch machen. Los geht's. Großartig. Genau. Trittst du mit einem Partner an? Nein. Ich trete allein an. Dann kann's ja losgehen. Bereit für dein Ende? Verzeihung im Voraus. Hä? Was? Ich verstehe das auch mit den Stimmen nicht. Was mit den Stimmen, die ihr gemacht habt. Wie dem Aufruf zum Assessio. Okay, ja gut. Ich muss erstmal. Warte mal. Wir müssen erstmal üben hier. Repar. Oh, Junge, ich hab jetzt hier. Protego. Warte. Stufe. Ich muss erst mal gucken, Alter. Protego.
Ja, man braucht auch Timing zum Kontern. Wenn ich jetzt so Dreieck drücke, dann schießt er zurück. Und der... Guck mal, der schießt jetzt, warte. Dreieck. Warte. Guck, haben wir gekontert. Bam. Schutzschild gebrochen. Erstmal reinkommen. Erstmal gucken, warte mal. Wow. Alter, Akio ist ja richtig geil hierfür. Boah. Und langsam kommen immer mehr und mehr rein, Leute. So, warte mal. Das ist falsch, was ich da gerade mache. X. Viereck. Ey. Warte mal. Ruhig. Jawohl, Akio. Aranya Eczema. Konter mit Dreieck wie bei WWE, genau. Warte mal. Lumos bringt mir ja nichts. Oha, der hat mich hops genommen. Lumos bringt nichts. Warte mal. Ganz ruhig. Bleib mal stehen. Hey, mein Leben. Wir können ja auch mit Kreis ausweichen. Ja, wir müssen mit Leben aufpassen. Warte mal. Ich muss jetzt wieder Akio machen. Das bringt nichts, Leparo. Das war ja reparieren, Digga. Ich mach die ganze Zeit reparieren, Alter. Was mach ich da? Lumos. Akio. Boah. Okay, die ist schon mal weg aus dem Fenster. Digga, ich mach einfach Lumos. Jawohl, Akio. Abakio. Kann ich ja nicht der Bomb? Boah. Kann ich die auch nicht schlagen einfach? Der soll einfach den Zauberstab nehmen und die schlagen. Stuf, Akio. Abakio. Let's go. Ja, okay. Ich muss mir erstmal noch mit den Tasten zurechtkommen, Alter. Mit R2 und alles. Das ist nicht so einfach, Mann. Ich hab nur mein Bestes gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Fechtkampf. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. Okay. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Schließe neben Auftrag abgeschlossen. Gekreuzte Stäbe. Ja, wir haben jetzt zwei und sind aufgestiegen fast auf Level 5. Ey, red mal mit dem. Ich bin ausgeschieden. Vielen Dank auch. Okay. Eine Runde Training in Zauberkombination mit Lucen Bratley durchführen. Eine Runde Training in Zauberkombination. Aber wo finde ich denn Zauberkombination? Ist es das, was wir gerade gemacht haben, nur mit einem Trainer? Zauber. Warte mal. Oder ist das diese Puppe da? Hallo, Lucen. Ich bin bereit zum Üben. Schön, dass du dran bleibst. Bist du bereit, es zu probieren? Ja. Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Okay. Ja, ein bisschen Überblick für. Oh, einfach Puppe. Puppe. Wirke Asio und dann 4 aufeinanderfolgende Basiszauber, okay? Akio. Geil. Ausgezeichnet. Die Puppe kommt. Junge, ich dachte, die Puppe greift mich an. Geil. Gut so. Oh Junge, ich habe einfach mein Glas hier fast kaputt gemacht gerade. Okay. Oha, guck mal jetzt, was wir für eine Kombi da oben machen müssen. Leviosa. Zack. Alter. Mit Akio alle müssen wir machen. Sehr schön. Das ist ja geil mit der Kombination. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Lucen. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du ein furchterregender Gegner. Okay. Aufgabe erledigt. So, jetzt haben wir alles erledigt, ne? Jetzt können wir quasi die Aufgabe machen, ne? Okay, kehre zu Professor Hackett zurück. Hackett. Von Harrogate. Hackett. Okay. So, was haben wir dazugelernt? Wir können jetzt hier
Du musst den Feuermachtzauber erlernen. Aber wo ist die Hecate denn? Warte, wir müssen zu dem Hecate. Warte mal. Professor Hecates Aufgabe. Ja, da möchte ich hin. Ich möchte hierhin reisen, genau. Ich finde, die haben das mit der Karte ist ein bisschen unübersichtlich. Ich hätte lieber eine, wo du auch aus Vogelperspektive gucken kannst. So wie gerade. Und dass du auch eine mit Vogelperspektive hast, aber... Die, wie die gerade war, ist schon ein bisschen komisch gewesen. Dann schlossen sich die Werbe für den Kobold. Wir können doch noch gar nicht hier hin. Warte mal. Ich will dahin. Ja, warte mal. Wo ist das denn? Wicker Hackets Aufgabe. Ja, da müssen wir hin. Da. Ja, Bruder, muss ich halt Marathon laufen. Ich bin falsch gereist. Scheiße. Ah. Genau, man kann auch mit R2 andere Zaubersprüche drauflegen. Du kannst es dir, glaube ich, selber aussuchen. Musst du wieder runter. Geh auf Aufträge, ist einfacher, okay. Warte, wo geht das denn mit Aufträgen? Ich will das mal jetzt alles sehen hier. Wir müssen uns mal alles hier angucken. So, Aufträge. So, wir gehen auf Aufträge. Und dann können wir... Ah, auf der Karte. Ich verstehe. Okay, okay. Auf der Karte finden. Wie eine Motte zum Rahmen. Okay, okay. Auf der Karte finden. Ja, gut. Okay, gut, danke für den Tipp. Guck mal, sowas würde ich gar nicht jetzt live sehen können, wenn ich jetzt hier selber ein Let's Play machen würde auf YouTube. So könnt ihr mir immer zeitgleich helfen und mir sagen, was ich machen muss. Ist definitiv angenehmer, als wenn ich dann selber die ganze Zeit da gucke und dann, das nicht finde oder sonst irgendwas, ne? Genau, ist auf jeden Fall angenehmer, safe. Die man nicht so oft braucht auf R2 dann wahrscheinlich. Ja, genau. Wir können ja mal gucken. Wie ging das denn nochmal? Wie können wir unsere Zauber ändern? Ich glaube, war das bei Inventar? Nee, Inventar war es nicht. Ausrüstung? Irgendwo konnten wir das ändern. Wo war das denn nochmal? Wir konnten das ändern. Wo ging das denn, dass wir die R2-Sachen ändern können? War das hier? Nee, wo war das denn? Rechtes Steuerkreuz. Ah, okay, rechtes Steuerkreuz, genau. So, wir haben ja nur die 4 und deswegen können wir nur die 4 nehmen. Wenn wir jetzt einen 5. freischalten würden, dann könnte man das ändern. Aber ich würde sagen, man könnte das so einstellen, zum Inventar zuweisen. Ich würde sagen, warte mal. Das war Dingens, ne? Objekten und Gegnern, genau, das... Viereck und Dreieck würde ich sagen, Angriffssachen. Viereck und Dreieck Angriffssachen, dann wird es merken. Das heißt, wir machen das auf X. Und wir machen mit dem Reparieren auf Kreis. Und das mit Levioso, Kontrolle. Damit. Haben wir schon mal mit Viereck und mit Dreieck die quasi die Angriffssachen. X und Kreis so andere Sachen. Genau. Genau, easy. Perfekt, passt. Akio. Genau, Akio, damit ziehen wir uns Sachen ran. Repar. Lumos. Lumos mit X. Leviosa. Ja, okay, passt. Ich hoffe, Mr. Brattle, wir reden jetzt mit Professor Hackett. Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Incendio. Sollte, Professor? Ja, leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt, aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Konzentration und halten Sie den Zauberstab ruhig. So. Okay, jetzt lernen wir den Incendio-Zauber. Dreieck. So. Easy. Harry Potter. Wir werden auf jeden Fall noch 2 Folgen hier aufnehmen. Also die und noch eine weitere. So, jetzt haben wir den gelernt. Du hast genug Zaubersprüche gelernt. Du musst dein Zauberset mit Incendio ausrüsten. Ja, genau. Das ist Incendio. Ich mach den mal mit Dreieck. Mit Dreieck, so.
Diesen Reparierungsding, würde ich sagen, packe ich weg. Ich mache lieber Livioso rein. Und mit X machen wir dann einfach Dingens. Das Licht. Oder Licht brauchen wir erstmal. Lomus brauchen wir gar nicht. Stimmt. Machen erstmal Lomus brauchen wir gar nicht. So. Ja. Zeig mal deinen Stab. Das ist mein Stab, Leute. Okay, habe ich. Die Melodie. Level 5 sind wir. Geil, Alter. Jetzt wollen die mir sagen, ich muss Incendio ist ein schwerer Schadenszauber, der zerstörende Flammen auf kurze Distanz entfesselt. Okay, das wollen wir mal testen. Guck mal jetzt. Incendio. Oha. Ach so, guck mal, der muss wieder aufladen. Die FIFA-Points muss ich aufladen. Bleiben Sie dran. Alter. Versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen. Geil, guck mal, der sich auflädt. Boah, jetzt bist du langsam böse. Alter, wie geil das Feuer aussieht, ne? Incendio. Alter, ist das heftig. Junge. Okay, wir gehen jetzt dann zum Professor Fick in seinem Büro, weil jetzt sind wir ready für die Aufgaben, die wir machen können. Das ist schon geil, Alter, mit diesem... Incendio ist schon ein geiler Zauber. Incendio. Incendio. Was lacht ihr so? Was ist los mit euch? Feuer und Flamme. Junge, dieser Weg, Alter, mit dem Navi, ne? Manchmal nervt mich das. Na egal, wir sind gleich da. 33 Meter. Hasbulla. Okay. Wir werden... Mach die Tür auf! Ich verbrenne... Ich schieße den jetzt einfach ab. Ist mir scheißegal, ne? Wo ist der? Guck, jetzt muss ich einmal rumrennen, um auf die andere Seite zu kommen. Aufheben. Was ist das denn? Professor Fick. Also wenn meine begrenzten Fickstunden nicht, was? Wenn meine begrenzten Stunden nicht schon ausreichend belastet, hat das Ministerium nicht mit dem Recht und vorherigen Aufgaben betraut. Die Ankunft eines neuen Zugangs in Hogwarts zum Verein in der 5. Klasse. Ja, Professor Fick, lass mich in Ruhe. Okay. Guck mal, was ist jetzt seine Strafe, Leute? Ich verbrenne alle seine Bücher. Guck mal, die brennen wirklich. Kann ich jetzt wieder herstellen? Na, schade, geht nicht. Schade. So, da sind wir wieder. Hallo, red mit mir. Geil, ey. Das ist sehr geil. Hallo, Sir. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an Ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Ja. Fick dich! Arbeit. Los! Fick Black, dich! Sprechstunde, das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro, 5 Minuten. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Nein. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Geheimnisse der verbotenen Abteilung. Auftrag gestartet. Sprich mit Sebastian. Okay. Machen wir weiter. Sebastian. Wo ist zum Fick nochmal? Wo ist diese Truhe, die auf der Karte hier angezeigt wird, Digga? Bin ich blind oder müssen wir hier... Levioso. Nein, nein, mit Pfeilen hast du nach links. Revelio. Verstehe das nicht, Alter. Okay. Ey, den will ich unbedingt lernen, Alter. Guck mal hier, Mann, den will ich lernen. Tötet Gegner sofort. Avada Kedavra. Wo kriegt man den in welchem Ans? Alter, gibt's so geile Attacken noch. Ah, guckt euch das mal an. Das ist so geil. Man wird jetzt einfach hier... So. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Guck mal, hier wird auch wieder eine Truhe angezeigt. Aber wo? Revelio. Vielleicht eine Etage drunter. Das kann sein. Das kann sein. So, wir gehen da jetzt mal zu Fuß hin. Weil ich check das noch nicht so ganz mit diesem Schnellreisen, welches Ding mich am schnellsten zu den Dingern hinbringt. Und manchmal sogar echt schneller selber dahin zu rennen.
So, verbotene Abteilung, ich will dahin. Sebastian, da bist du. Ich hatte gehofft, dich zu sehen. Nach dem Trollangriff sah ich in den drei Besen die Konfrontation mit Rookwood und Harlow. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Das hängt mit Ranrock zusammen. Er arbeitet wohl mit Ranrock zusammen. Und der will was, das ich bei Gringotts gefunden habe. Ranrock? Wann warst du denn bei Gringotts? Professor Fick und ich landeten dort nach dem Drachenangriff. Ziemlich gute Geschichte. Fick hatte diesen Portschlüssel. Ein Portschlüssel? Nach Gringotts? Ich verstehe gar nichts. Ich komme selbst kaum mit und ich war dabei. Jedenfalls haben wir in einem alten Verlies eine Karte gefunden. Sie führt zur verbotenen Abteilung. Das ist nicht dein Ernst. Mein voller Ernst. Professor Fick bestand darauf, dass ich niemandem davon erzähle. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel gesagt. Verstehe. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Was bin ich mal gespannt. Danke, Sebastian. Du sagtest, man müsse schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Geil. Bis heute Abend, was, wenn wir erwischt werden, was ist mit der Bibliothekarin? Ja, genau, was ist mit der Karin? Muss ich mir Sorgen wegen der Bibliothekarin machen? Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher. Also solltest du zusehen, dass du ihr aus dem Weg gehst. Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Danke, Sebastian. Bis später dann. Okay, geil. Jetzt treffen wir uns abends mit dem. Triff dich abends in der Haupthalle mit Sebastian. Kriegt erstmal von hinten den hier. Incendio. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Die Vertrauensschüler. Na los. Einen Moment. Das sind die Klassensprecher. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber der Umhang ist teuer. Und Zaubersprüche, die sind gratis. Hat er recht. Doch mal. Geil. Desillusionierung. Voll geil mit diesem Zauber lernen. Okay. Nutze und. Ey, wie geil ist das denn? Ist der unsichtbar, aber für eine gewisse Zeit, ne? Okay, komm, warte mal, wo ist er denn? So, wir nehmen das, packen den. Wo packe ich den hin? Ich packe den nach X. Da rein packe ich den hin. Okay. So, jetzt müssen wir in die... Aber guck mal, jetzt finde ich, jetzt bin ich ehrlich, jetzt passt die Musik nicht. Die ist zu fröhlich. Ich finde, jetzt müsste so eine düstere Musik kommen. Versteht ihr? Nahe Gegner spüren und untersuchen verdächtiges Verhalten. Okay. Wenn du von Autoritätspersonen gefangen wirst, hast du diesen Auftrag versagt. Okay. Ich werde leiser sein als ein Jobbernoll. Wenn ich sie sehe, dann können das die Vertrauen. Aber wie lange bleibt das, ist die Frage. Bleibt das jetzt die ganze Zeit oder geht das irgendwann auch weg? Wo sehe ich das? Pff. Mist, die Bibliothekarin ist noch da. Die Karin schnell ist da. Das Regal. Wir sind in der Verbotenen. Mist. Dann müsste eine düstere Sollte Musik kommen. Die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtisches. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Wofür brauchen wir den Schlüssel? Wofür brauchen wir den Schlüssel? Gibt es dafür keinen Zauberspruch? Alohomora? So kam ich sonst rein. Stimmt. Aber die Bibliothekarin hat es mitbekommen. Alohomora? Sie hat das Schloss mit einem Anti-Alohomora-Zauber belegt. Also geht nur der Schlüssel. Aber keine Sorge. Ich sagte ja, ich bring dich rein.
Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Hol den Schlüssel aus dem Schreibtisch der Bibliothekarin. Der Schlüssel. Hier ist er. Weh, ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? Ich wusste, ich hab... Digga! Und jetzt raus! Oh, vor allem hat ein... Ey! Hör mal diese Melodie jetzt. Hört ihr die? Genau diese Melodie, so eine Melodie müsste jetzt laufen, damit es so ein bisschen mehr Feeling macht. Versteht ihr? Finde die Musik gerade immer die ganze Zeit dieselbe. Muss nicht sein, die hätten mal ruhig eine andere nehmen können. Ja, wie sieht die mich denn? Die Bibliothek ist kein Ort zum Herumschleichen. Ja, die ist nicht dumm, okay. Anscheinend ist sie nicht dumm. Wenn nah an einer Person dran ist, wirst du erwischt, okay. Aber die Musik ist geil, Mann. Echt. Da haben die ein bisschen verkackt mit der Musik, muss ich ehrlich sein. Da bin ich ein bisschen penibel. Yarak Manzarak. Müssen warten. Manse. Der Schlüssel. Hier ist er. Die ist nicht dumm. Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? Ganz ruhig. Oha. Muss hier weg. Geh weg, geh weg. Wir sind da. Das war doch gar nicht so schwer. Hallo, Mora! Jetzt muss ich das Buch finden. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Sie hört die Schritte wohl, aber ich gehe ja schon von langsam. Nutze den Basiszauber, während du dich versteckst, um Autoritätspersonen dorthin zu locken. Ah, okay. Der Zielmodus verleiht dir präzises Anvisieren. Okay, ich verstehe. Geist, sei vorsichtig. Ei. Geist, Alter. Da kommt der kopflose Nick. Ja, wo ist denn der Professor Filch mit seiner Katze, Chat? Kennt ihr den noch, Professor Filch? Okay, wir sind da. Die Luft ist jetzt rein. Wir müssen nicht mehr herumschleichen. Und das macht so Bock, Alter. Also. Jede Mission ist abwechslungsreich. Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert. Von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst. Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Guck mal, diese Hand da drin. Ja, wie viel Detail und Liebe in dem Spielcheck steht, ne? Das finde ich so geil. Der, dessen Name nicht genannt werden darf. Lord Voldemort. Warte mal. Revelio. Ah, okay, okay. Dann sind wir alles in Blau. Hier ist noch eine Truhe. Ja, da. Öffnen. Korkenzieher Brautöne haben wir bekommen. Sie haben hier Sebastian Cello und seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen. Töte ihn! Töte ihn! Peeves, wag es! Das war die. Das war die. Das ist richtiger Dobby, Alter. Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Handel dir keinen Ärger ein. Kann ich dir vertrauen? Kann ich dir vertrauen? Weil wir haben denen schon Sachen anvertraut, ne? Ja, den anderen haben wir das nicht anvertraut. Woher weiß ich, dass du nicht zur Bibliothekarin gehst und mir alles anhängst? Warum sollte ich? Ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche.
Na gut. Wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Nein. Ich muss ja wieder den anderen Zauber auswählen. Moment. Jetzt brauchen wir wieder den Zauber. Mit Kreis. So. Reparo. Okay. Das hört auch keiner, ne? Der macht einfach Hausparty hier. Wie laut das ist, ne? Okay. Aber guck mal, wie viele Details, ne? Wie viel, wie riesig das hier ist. Erstmal so eine Map herzustellen. Das ist schon heftig, ey. Komm, wo wir hier sind, Alter. Aber jetzt müsste so eine düstere Musik. Natürlich. Spuren alter Magie. Dieser Raum muss doch etwas verbergen. Das war's. Oh mein Gott. Nein. Ich dachte gerade, das ist dieser Spiegel von Teil 1. Oder ist es das? Ich weiß es nicht. Es sieht echt so aus, ne? Oh, guck mal, der Boden, wie geil das spiegelt und so. Diese fetten Truhen, Alter, die dürfen wir nicht übersehen. Ganz wichtig, guck mal, da ist immer Geld drin, da ist ein Samt. Wo führt sie wohl hin? Hausmantel. Das Athenum. Betreten. Schauen wir mal. Das hat mich aber gerade. Das erinnert mich voll an den ersten Teil oder Kammer des Schreckens irgendwie gerade. Hört mal jetzt die Musik. Viel besser. Jetzt brauchen wir diesen Zauber, um was wieder herzustellen. Oh. Repar. Hä? Oder wir ziehen was her. Ach hier. Ah, ich muss die Rune dort drüben erwecken. Okay, okay. Auch dieses leichte Rätseln und so. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Das war ja klar. Das sind Wachen. Boah. Alter. Hä? Was? Du hast mal diese Kräfte mit L1, R1. Und auf einmal, der ist Voldemort geworden. Oh, jetzt, guck mal jetzt, Freunde. Incendio. Ja, aber wir werden immer besser. Könnt ihr mich nicht sehen, ne? Asensio! Asensio von Real Madrid! Asensio! Incendio. Hier! Deine Beherrschung der alten Magie nimmt zu, wenn du erfolgreich angriffst oder Schaden nimmst. Stark, Junge! Asensio, Alter, von Real Madrid. Der Hund ist vorbeigekommen. Stupor, Astupor. Was? Wenn mindestens eine Leiste deiner alten Magiezeige voll ist, kannst du während der Angriffe alter Magien fesseln. Mit L1 R1, wenn du die Aufforderung über dem Kopf eines Gegners siehst. Geil. Okay, die Magie muss da unten voll sein. Seht ihr diese Anzeige? Wenn die voll ist, dann geht's ab. Und ja, Freunde, was uns da hinten drinne erwartet, das seht ihr morgen bei der nächsten Folge. Man muss immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Deswegen lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, kommt auf Twitch vorbei, wenn ihr das Ganze live sehen wollt. Und ja, das war's von der nächsten Harry Potter Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es geht wieder über eine Stunde. Lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal und Ernesto Valverde ist raus. Haut rein und ciao.